Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitzki ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen. Was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Alles klar, wo war ich beim letzten Mal? So, wir sind wieder zurück, wo wir letztes Mal waren. Okay, wir sind bei Alarm. Was war denn unser Ziel?
Hier ist dann auch nichts mehr. Wo? Wo zur Hölle müssen wir hin? Beziehungsweise von wo kamen wir überhaupt? Okay, ich weiß wo lang. Ernsthaft? Nice. Wir sind weitergekommen, Leute. Und ich dachte, ich muss verzweifeln. Und den Lieferschein unterschrieben. Klar, hab ich. Und wo hast du die Sachen hingetan? Überall da in dem Platz. Hauptsächlich auf die oberste Hecke. Geht das auch etwas klarer? Wenn ich die jetzt kaputt schieße, sehen, wissen wir ruhig. Wo ist eigentlich mein Ziel? Da hinten irgendwo, ne? Also, das Ziel, wo ich hin muss. Du bist eine geschlossene Tür, ist wahrscheinlich. Okay, wir können nicht runter, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Machen wir mal zum letzten Speicherpunkt laden, Alter. Das kriegen wir ja auch ohne entdeckt zu werden, wahrscheinlich. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Klar, hab ich. Und wo hast du die Sache hingetan? Er lacht aber irgendwie voll behindert. Komm ganz schnell abhauen. So, das lief doch mal gut. Ups. Die müssten gleich von der Wache zurückkommen. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum. Aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine Plage. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das aus dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hanse nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. Ja, macht die aber nicht besonders gut, Leute.
Ich hoffe, dass er sich einfach nochmal umdreht. Deshalb keine Sorge. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendeine seltsame Scheiße. Vielleicht. Aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Vermutlich jemand von uns. Wartet, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse. Wir machen das richtig safe, Leute. Nice. Da ohne eine große Schießerei zu machen, sind wir jetzt da durchgekommen. Da ist aber auch mein Respekt verdient. Ob mir diese Spinnteile lieber sind, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich mag dieses Gas nicht. Das Gas finde ich echt uncool. Das sieht aus wie der falsche Weg, deswegen gehen wir hier lang. Nein, nein! Andere Richtung. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Moment mal, Artyom, bist du das? Ja. Ich konnte über meinen alten Bekannten, Andrei, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Nice.